Herzlich willkommen. Ich bin hier in Dresden und ich hatte jetzt gerade eine Umfrage gemacht auf Instagram. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall Instagram abonnieren. Und zwar den leckersten Döner hier in Dresden. Da wurden mir zwei Stück vorgeschlagen. Einmal Aslan und Marmaris. Aslan hat weit mit 200 Stimmen weiter vorn gewonnen. Und den gehen wir jetzt auf jeden Fall abchecken. Ich bin eh gespannt so. Dresden und Döner ist jetzt nicht so das, was man unbedingt miteinander verbindet, ne? Nee, nicht wirklich. Also ich habe immer Pegida im Kopf, wenn ich Dresden höre. Ja, und Montagsthema. Und die Frauenkirche. Ist bereit für ein Dresdner Döner? Ich bin bereit, sehe schon. Der Laden ist sehr gut besucht. Sieht auch sehr schick aus. Sieht von außen sehr schick aus. Ein kühles Blondes kann man da auch trinken. Mashallah, auch sehr gut. Das ist Integration. Wenn das der beste Döner von euch sein soll, bin ich jetzt wirklich auf den Spieß gespannt. Oh. Der Laden sieht richtig gut aus. Also das war, was ich jetzt gerade noch so gesehen habe. Riechst du das? Duftet auch sehr gut. Ich glaube, der backt sein Brot selber. Ne? Das ist echt gut. Oh, Dresdner, ich glaube, ihr habt doch geschmeckt. Komm. Zwei Döner hätten wir gerne. Backst du das Brot selber? Fast. Wie fast? Das doch riecht gut. Okay, wir setzen uns nach draußen, ja, Amca? Was hast du für Soßen? Das ist die große Frage. Knoblauch, Kräuter und Chilisauce. Selber gemacht, oder? Brote, Knoblauch und Kräuter selber gemacht. Richtig selber gemacht. Ich habe gehört, man soll den Döner hier mit drei Soßen bestellen. Okay. Ich nehme alle drei Soßen. In Brot aber bitte, ja? Dankeschön, bitte. Ja, siehst du, Berliner Soßen. Berliner Soßen, aber selber gemacht. Ne? Ja, Muster. Immerhin. Ja, fast wie das Brot. Draußen. Es ist kein selbstgemachter Spieß. Ja, leider nicht. Leider nicht, aber das Fleisch sieht gut aus. Wie sind grundsätzlich deine Erwartungshaltung? Nicht hoch, ehrlich gesagt. Echt nicht? Also Sympathie im Laden ist auf jeden Fall sehr gut. 100%. Wir wohnen hier in dem sonnigen Dresden bei einem sonnigen Sonnenuntergang herzlich empfangen hier. Wirklich auch top hier vom Ladenbesitzer. Warum meine Erwartungen nicht hoch sind? Liegt es am Spieß? Nein. Ich glaube an Dresden an sich so, das ist im Kopf so verankert. Weißt du noch, wo wir das erste Mal in München waren? Da waren wir auch gesagt, boah, das sind alle Spießer da unten, da waren das aber keine Spießer. Also würdest du sagen, du bist ein bisschen vorurteilsbelastet? Ja, genau. Ich kann nichts dafür, Leute, aber deswegen schlagen wir auch diese Brücken, gehen diese Hemmschwelle, fahren auch mal nach Dresden runter und probieren mal so einen Döner und kommen mal mit den Leuten ins Gespräch. Dieses Brot wird extra für euch gebacken? Das wird nur für uns gebacken, ja. Wie lange seid ihr schon hier? 23 Jahre. 23 Jahre? Hast du den Laden eröffnet? Hab ich eröffnet, ja. Und würdest du sagen, Döner in Dresden ist ein sehr beliebtes Fastfood? Nummer 1 bestimmt. Ja? Ja. Das ist unser Döner, ja? Sieht sehr gut aus. Schmeckt auch sehr gut. Ich bin gespannt. Ich auch. So, lass es euch schmecken. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Was trinken? Ayran? Ne, ich nehme Wasser, still bitte. Wir haben Wodka, wir haben Whisky auch da. Wodka und Whisky? Nein. Das habe ich noch nie gehört. Wodka, Whisky, also Maschallah. Bier gibt es auch im Ruhrpott, ne? Aber Wodka, Whisky habe ich noch nie gehört. Wir werden direkt die Belege aufgefangen. Nee. Kleines Brot, wenn ich so sehe, oder? Kleines, rundes Brot. Mit einem extrem guten Geruch. Also ich finde das Brot... Das ist nicht selber gebacken. Nee, das ist auch ist nicht selber gebacken, aber wurde extra für die gebacken. Ja, das sieht man. Hier bieten die eine Gabel dazu an. Das sieht das aus, dass der Anteil, glaube ich, hier nicht so hoch ist. 12%, glaube ich, in Dresden. Ja, 12%. Wie viel haben wir in Gelsenkirchen? Um die 20. Oh, bist du da und rein damit? Und der Roten hat der Ketchup untergemischt, geht gar nicht. Echt jetzt? Ja. Geht gar nicht, Mann. Die rote geht gar nicht, Leute. Sicher, dass es Ketchup ist oder ist es einfach Tomatensoße? Ich schmecke Ketchup raus. Das schmeckt nicht wie Ketchup, Mann. Das schmeckt wie Salsa, wo du die Nachos reindippst. Der hat geschälte Tomaten genommen mit Ketchup und hat da noch mal ein bisschen Gewürz, auch ein bisschen Schärfe reingemacht. Guck mal, Ketchup ist nice auf einen Burger mit Pommes und so, aber doch nicht auf einen Döner. Darf ich hier die Soße runter machen? Aslan machte seine Soßen selbst und hat sich stets bemüht. So könnte das im Zeugnis stehen. Da hat sich wirklich Mühe gegeben, aber haut mich nicht vom Hocker. Der Ayran sieht schon mal sehr gut aus. Prost. Der schmeckt auch gut. Der macht die Tomatensoße wieder, aber Ketchup wieder gut. Aber eins muss man sagen, auf jeden Fall sehr schön handlich, ne?
Ich muss sagen, ich bin sehr confused, weil... Warte mal, was bist du? Confused? Irritiert. Ja, sag doch irritiert. Was sagst du denn confused? Du machst die Leute doch nicht verrückt. Alles klar, Leute. Ich bin sehr irritiert, weil... Wir haben hier praktisch eine Soße, die auf Ketchup-Basis ist. Und wir haben eine Soße, die auf Mayo-Basis ist. Und dadurch ergibt sich original Cocktailsoße. Und dieser Cocktailsoßen-Geschmack, den erwartet man nicht, weil man hat ja zwei verschiedene Soßen. Und dass sich daraus dann eine Cocktailsoße ergibt... Wo ist denn die dritte? Die habe ich hier gar nicht rausgeschmissen. Ich glaube, der hat nur zwei drauf gemacht, wenn ich zu sagen. Ja, drei Soßen hat er gesagt. Ich habe gesagt, mach alle drei drauf. Im Brot aber bitte, ja? Erstes Feedback. So wie meine Erwartungen das sogar hergefolgt haben. Aber ich wusste, irgendwas wird nicht rund sein. Sauna, wir haben drin auch. Sauna, ich komme gleich. Hast du Hammam? Hammam, ja, natürlich, ja? Auf jeden Fall. Okay. Hat keine Hammam. Ja, Bedienung auf jeden Fall, also generell Service. Chef, richtig top. Auch die Jungs, sehr offen. Ja. Wir gut bedient, die ganzen Gäste gut bedient. Ist gut. Ja. Dann kann man vielleicht auch verstehen, warum das der Lieblingsdöner unserer Community in Dresden ist. Ja, weil das spielt das ja eine ganze große Rolle. Gesamtpaket, das spielt ja auch immer eine große Rolle, sagen wir immer wieder, muss alles passen, ne? Und ja, der macht das rund, ja. Mit dem Service und alles macht er das rund. Bei uns in NRW ist ja hier und da auch in dem einen oder anderen Dönerladen gerne mal Baustellen-Flair. Das hast du hier auf jeden Fall nicht. Ne. Ja, also da wird Feuchttuch, wie im Monaco, Stößchen. Ja, Stößchen, so. Das ist ein Monaco-Feeling. In Dresden. Aber hey, Trissi, guck mal. Dresden. Was hast du gerade gesagt? Viertgrößte Stadt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ja auf jeden Fall über 570.000 Einwohner. Das kann doch nicht der beste Döner sein. Er muss doch ein Döner mit Schischfleisch sein. Was war denn? Hast du noch andere Vorschläge gehabt? Guck mal, ich habe noch zwei, drei Stück hier in den Laden, also hier noch drinne. Ich schaue mir die ein bisschen an. Du gehst bezahlen und ich gucke mal, ob da noch was dabei ist. Entweder cutten wir gleich das Video, ne? Oder wir haben noch einen guten Döner. Oh, hoffentlich einen guten Döner. Meine Lieben, wir leben in einer stressigen, schnelllebigen Zeit und von daher kommt mir Ashwa Pro wirklich sehr gut. Es fährt mein Cortisol, mein Stressspiegel abends runter und dementsprechend kann ich auch besser schlafen. Und anderer guter Nebeneffekt, steigert dein Testosteronspiegel. Wanderjungs. Ich habe hier auf jeden Fall einen gefunden, während du bezahlt hast. Venom-Döner. Hör mal zu, was Klaus Hans hier geschrieben hat. Ein sehr guter Döner mit qualitativ spitzenmäßigem Fleisch. Kein Hack wie bei den anderen in Dresden. Das siehst du und schmeckst du. Er nutzt ein rundes Fladenbrot. Es wird pauschal mit allem gefüllt. Also auch Grillgemüse. Was bei den anderen immer extra kostet. Fahren wir mal hin, ne? Schauen wir mal, ob Klaus Hans mit seinen 5 Sterne hier recht hat. Wie gefällt dir die Stadt an sich jetzt nach dem ersten Eindruck? Ich war ja schon mal in Dresden hier. Ich muss ja auch gestehen und der Community auch. Das erfährt ihr später mal bei 25 Gramm immer mal. Hier hatte ich mal eins meiner wildesten Partys. Grüße gehen raus an Milanka, ihr Bruder und alle Mann. Wirklich, war wirklich mega Abend damals. Manfred war auch noch dabei. Wirklich? Manni war auch dabei. Ja. Nur Positives zu Dresden in Erinnerung. Gut, aber trotzdem hast du ja Vorurteile. Ja, das sind wieder die Medien. Weißt du, wie ich meine? Pegida. Hast du immer eingetrichtert. Dresden, Pegida. Ist das so im Kopf verankert? Kann ich nichts für. Ja, so lass das sein. Hier sieht es auch ein bisschen mehr nach Hut aus irgendwie. Machst du dir selber den Spieß? Nee, bestellst du. Wie bestellst du? Zwei Döner. Soßen im Brot bitte. Wir haben gehört, du machst den besten Döner der Stadt. Stimmt das? Ja, Google sagt das. Google. Ja. Was macht denn dein Döner so besonders? Das ist Schichtfleisch. Und diese Marinade ist auch spezial. Das ist unsere. Und also das macht extra ein Metzger für dich oder große Dinge? Ein Metzger macht das extra für dich? Ja. Nach deiner Würzung? Ja. Spezialwürzung, extra der Metzger macht er rein. Der macht auch Gemüse rein, wenn du willst, ne? Ja. Gemüsekebab. Ja, der macht den Berliner Style. Der ist hier beliebt. Der Wodka. Der Gorbatschow, meine ich. Der Gorbatschow, ja. Ja. Je weiter man in den Osten kommt. Ja, so beliebter ist er, ne? Röstzwiebel. Ja, wenn die bei mir im Döner landen, nein. Nein, wir machen ganz klassisch. Gurken und Tomate lasse ich auch weg. Weil ist mir zu dick. Gehört mir bei mir nicht auf den Döner dann drauf. Wie die Form, wie es geschnitten ist, macht für mich viel aus im Kopf.
Ich verlasse schon. Das ist sehr nett und sehr lieb, aber mit Handlichkeit hat das nichts mehr zu tun. Das ist jetzt kein Döner, ich nehme mir den und warte hier eben auf den Bus und snack den eben, bis die Straßenbahn kommt. Können zu kompliziert werden. Nee, Mann. Muss man jetzt die Gabel nehmen. Ich will das nicht verschwenden, das Fleisch. Wäre Zwiebel oder Kraut, okay. Kann ich drüber gucken. Kann ich dir nicht verzeihen, dass aber du ein Döner mit einer Gabel ist. Ein Tier hat jetzt hier seinen Kopf hingelegt. Wir können jetzt nicht, dass er halbe Fleisch hier drunter liegt. Das ist nicht cool. Vielleicht ist dafür diese Schüssel, guck mal. Da kannst du dann das Fleisch sammeln, dann kannst du danach noch gabeln. Ja, sag ich, ist nicht ganz 100% durchdacht. Das finde ich nicht cool. Obligatorischer Fleischtest? Besser wie der andere. Aber das macht auch kein Metzger. Das ist Fertigspieß. Nur hochqualitativer. Kannst du mir sagen, was du willst. Ich schwöre, das ist 100%ig Fertigspieß und ich gehe rein, ich graue den Quatschen drauf an. Ey, Bruder! Du musst ehrlich zu mir sein. Das ist Fertigspieß. Das ist Fertigspieß. Das ist nicht vom Metzger. Metzger hat das nicht gemacht. Das ist nicht vom Metzger gemacht. Ich weiß es nicht. Ich sag dir, das ist nicht vom Metzger gemacht. Aber wir haben jetzt hier ein kleines Missverständnis aufgedeckt. Mhm. Der Döner ist zwar teilweise handgemacht, aber auf jeden Fall aus der Fabrik. Scheibenfleisch 100%, Jungbulle, eigene Würzung, okay. Aber immer noch Fabrik. Immer noch Fabrik. Da könnt ihr euch auch gerne ein Video zu anschauen. Der Tristan wird das am Ende des Videos verlinken. Wir waren schon mal in so einer großen Fabrik. Fleisch sehr saftig, auch sehr fettig, ne? Und auch sehr würzig. Auch sehr, sehr würzig. Sehr würzig, sehr salzig. Soßen sind aber wesentlich besser wie bei den Kollegen von vorhin. Brot, rundes Brot ist, glaube ich, hier Classic hier. Ist jetzt schon der zweite Runde Brot. Fleisch auch besser wie bei dem vorigen. Ich bin auch verwöhnt, was Döner angeht. Ich komme wirklich aus einer Ecke, wo im Umkreis von 15, 20 Kilometer fast jede Dönerbude schneidet, mariniert, stechen. Ja. Ja. Deswegen bin ich verwöhnt. Ja, Bruder, ich war in dieser Fabrik. In dieser Fabrik war ich. Ui, nee. Dunja. 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 Nee, das ist keine Dunja. Das ist Euro Dunja. Tamam. Ich weiß, was das ist. Du machst eine Bestellung. Ich nehme jeden Monat 500 Kilo Döner. Das ist meine Gewürz. Jungbullenfleisch, Milchkalb, alte Kuh, neue Kuh. Kein Problem. Ich weiß. So, die beiden diskutieren jetzt immer noch über Fabriken. Wir haben sich zwei gefunden auf jeden Fall. Jungbulle ist gut. Guck mal. Viele machen nicht das, was du machst. Und ich teste jetzt einfach den Döner für mich hier. Gibt's doch nicht. Wie lange soll ich noch warten? Ich muss euch knallhart sagen, wir sind hier Gäste in Dresden, aber wir müssen auch ehrlich sein. Der kann einfach beim besten Willen nicht, egal wie man es dreht und wendet, der kann einfach nicht mithalten mit NRW-Döner, Berlin-Döner, auch mit München nicht. Er ist gut, es ist ein solider Döner. Mir ist das Fleisch ein bisschen zu fettig, die Zwiebel, Tomate, Gurke ein bisschen zu dick geschnitten. Das Brot ist top und der Service eh, der Typ ist super korrekt, Mann. Ich mag den. Aber ja, ich glaube, wenn man einen richtig guten Döner essen will, könnte eng werden in Dresden. Mach's gut. Komm nach NRW. Komm nach NRW, wirklich. Okay. Ich gebe dir meine Nummer jetzt. Ja? Ja, dann rufst du mich an. Ich freue mich. Ja. Wir gehen mit dir Döner essen. Dann gebe ich dir einen aus. Ja, Mann. Okay, wunderbar. Friends, schaut euch jetzt hier die Dönerproduktion an. Bis zum nächsten Mal.